Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von OKAN 3D. Heute testen wir den brandneuen Polisher von der Firma Polymaker. Der Polisher ist vielleicht, wie der Name schon sagt, ein Tool, um FDM-Drucke zu glätten. Hier wird mit einem kleinen Verdampfer Alkohol, relativ hochzentrierter Alkohol, verdampft, der dann ein spezielles Filament, das sogenannte PolySmooth, glätten kann. Das PolySmooth ist ein PVB-Material. Also Sie kennen bestimmt das PVA-Material, ein wasserlösliches Stützmaterial, und hier verwendet man PVB. Das gibt es in verschiedenen Farben, auch in einem transparenten Ton, dass ich tatsächlich transparente Gegenstände, Modelle erzeugen kann, wenn ich eben nur mit einem Shell drucke. Da habe ich auch am Schluss, würde ich da noch ein Bild einspielen, weil ich aktuell leider keine transparente Rolle PolySmooth bekommen habe. Jetzt habe ich sie nur in weiß. Wir haben hier schon Musterdruck erstellt und werden jetzt mal beginnen mit den ersten Schritten, die man eben tun muss, um die Maschine zum Leben zu erwecken. Und dann würden wir das Ganze hier versuchen mal zu glätten, unseren Butter. Ist relativ banal, wie man schon sieht. Relativ wenig Knöpfe, Ein- und Ausschalter. Ein Schalter, um das Licht in der Kammer zu aktivieren oder zu deaktivieren, und ein Mechanismus, der diese Plattform hier nach oben fährt, und das noch die äußere Hülle. Dann habe ich hier noch zwei Deckel dabei, die beide für das Reservoir des Alkohols da sind. Diese hier, wenn die Maschine nicht genutzt wird, diese, wenn die Maschine in Betrieb ist. Weiter noch ist ein Verdampfer noch kostenlos dabei und auch eine zweite Platte auch noch mit dabei. Es können Objekte geglättet werden, die eine Größe von 15 cm hier allerdings rund und 18 cm in der Höhe haben. Ja, ansonsten gibt es hier tatsächlich nicht so viel zu beachten. Der Alkohol sollte mindestens 70% Konzentration haben. Hier haben wir ganz normal Isopropylalkohol mit 99,9%. Den füllen wir jetzt mal ein. Hier in diesem Bereich haben wir ein kleines Reservoir. Da passt tatsächlich auch nicht viel rein. Wie viel genau reinpasst, war leider auch in der Anleitung nicht zu finden. Aber ich schütte jetzt einfach mal was ein. So. Ist jetzt nicht ganz voll, wir testen das einfach mal. Im Lieferumfang war auch noch so eine kleine Pipette dabei. Wobei klein hier nicht wirklich korrekt ist. Das ist ehrlich gesagt die größte, die ich je gesehen habe. Man soll hier vor dem Start wirklich hier so ein paar Tropfen, wenn man es noch nie genutzt hat, in den Verdampfer bringen. Das versuche ich jetzt mal vorsichtig. Hier bitte nicht zu viel entfüllen. Ja, wird funktionieren. Bin gespannt. Am Schluss ist diese auch sehr gut geeignet, um den übrigen Alkohol wieder zurück in die Flasche zu führen. So. Ich würde hier auch einen Alkohol empfehlen, also den gibt es ja in, also normalerweise riecht er ja nach nichts, aber es gibt da diverse, die eben sehr streng riechen, um eben Leute davon abzuhalten, das zu trinken. Vielleicht kann man da einfach mal den einen oder anderen testen, kostet ja nicht viel, dass man hier eine angenehme Duftnote hat, weil man möchte das ja höchstwahrscheinlich in einem Büro benutzen oder irgendwo auch Menschen arbeiten. So, dann führen wir hier noch den kleinen Deckel, also der mit dem Lüftungsgitter ist tatsächlich dazu da, genutzt zu werden während des Betriebes. Füllen wir das wieder auf. So, dicht. Und dann müssen wir noch unseren Butter von der Platte lösen. Leichter gesagt als getan. So, schauen wir mal. Gedruckt haben wir diesen, dass man das auch genau sieht, in 100 Mikron. Also man kann deutlich die Layer erkennen. Aber natürlich trotzdem relativ fein gedruckt. Das ist ähnlich wie beim Spachteln. Je besser Sie spachteln, umso weniger müssen Sie im Nachhinein schleifen. Deswegen habe ich mir gedacht, drucken wir einfach mal mit 100 Mikron. Gedruckt haben wir mit normalen PLA-Einstellungen. Ich lasse jetzt einfach mal den Raft dran. Es sind auch noch so kleine Fäden dran. Mal schauen, was damit passiert. Gedruckt haben wir mit ganz normalen PLA-Einstellungen, nur
statt 210 oder 205 Grad haben wir hier mit 230 gedruckt. Das Material ist angegeben für eine Drucktemperatur zwischen 220 und 240. Mit 230 hat es sehr gut funktioniert. Wir haben das Ganze mit dem Race 3D N1 gedruckt. Viel größere Maschinen bräuchten Sie auch nicht dafür, weil, wie gesagt, 150 cm im Durchmesser, 180 cm in der Höhe können Sie maximal mit dieser Maschine eben glätten. Ja, dann Close. Das dauert jetzt ein bisschen. So ein bisschen Mäusekino ist kostenlos dabei. Und dann steuern wir jetzt die Zeitdauer über diesen Drehdrückregler. Hier sind mehrere LEDs. Pro aktivierte LED würde der Reinigungsvorgang 5 Minuten dauern. In der Anleitung steht, ein Zyklus sollte je nach Raumtemperatur und Konzentration des Alkohols zwischen 20 und 40 Minuten dauern. Das heißt, irgendwas zwischen 4 und 8 LEDs, die leuchten. Das probieren wir doch einfach mal. Was haben wir hier? 4, 5, 6. Ja, und jetzt sollte langsam, aber sicher der Alkohol verdampft werden und sich die Kammer mit eben diesen Dampf füllen. Die Kammer ist auch beleuchtet. Die Farbe des Lichtes könnte man auch regulieren. Aktuell, wie ich sehe, wechselt einfach hier die Farbe durch. Im hinteren Bereich kann man jetzt schon den ersten Dampf erkennen. Und in wenigen Minuten sollte die Kammer komplett gefüllt sein. Wir werden dann nicht den ganzen Vorgang auf Video aufnehmen, sondern tatsächlich jetzt nur die ersten 2-3 Minuten, dass man sieht, wie schnell sich die Kammer füllt. Und dann eben nach 30 Minuten das Objekt rausholen und kontrollieren, wie gut es geglättet wurde. Eventuell können wir es dann ja nochmal 10 Minuten oder 15 Minuten in den Polisher stellen. Also aktuell kann ich auch nichts riechen. Das scheint tatsächlich relativ dicht zu sein. Es ist auch ein Filter, also ein komplettes Lüftungssystem, das dann den Alkoholdampf wieder zurückführt ins Reservoir und eben den Dampf wieder in flüssigen Alkohol umwandelt. Somit benötigt man auch nicht allzu viel Alkohol, da das immer wieder umgewandelt wird. Jetzt füllt sich auch langsam die Kammer. Ist tatsächlich auch ganz nett mit der Beleuchtung. Rein technisch wahrscheinlich aber überflüssig. Der Teller dreht sich sehr gleichmäßig, damit einfach auch der Alkoholdampf an alle Stellen kommt. Die Unterseite des Modells ist aufgrund dieser kleinen Noppen auch für den Alkoholdampf zugänglich, aber ich nehme an, dass die Unterseite deutlich schlechter wird von der Qualität her als die normale Seite, die frei im Raum steht.
Eine Rolle PolySmooth soll übrigens 44,95 Euro kosten, inklusive Steuer. Die Maschine ist ab Ende Mai 2017 lieferbar, genauso wie das Verbrauchsmaterial. Die Maschine an sich soll ungefähr 350 Euro inklusive Steuer kosten. Es wird dann später eine deutsche Anleitung noch dabei sein. Aktuell, ich habe noch ein Vorserienmodell im Endeffekt, ist tatsächlich nur eine englische Anleitung dabei. Die ist aber tatsächlich gut verständlich und beschreibt es sehr gut. Maschine ist allerdings auch relativ banal zu bedienen. Einziger Trick war tatsächlich, um diese Plexiglasverkleidung abzukriegen, dass man es auf der Rückseite überdehnt, damit man es raushebeln kann. Ansonsten war das eigentlich selbsterklärend. Und sie haben einen Verdampfer noch kostenlos dabei und eben eine Platte nochmal. Von daher sind sie da ganz gut aufgestellt. Es ist kein Alkohol enthalten. Diesen müssen sie selbst kaufen. Das heißt, wenn sie diese Maschine bestellen, bestellen sie sich auch gleich Alkohol dazu, damit sie gleich loslegen können. Jetzt füllt sich die Kammer langsam mit Dampf. Aber es hat jetzt tatsächlich einige Minuten gedauert, ist jetzt aber auch die erste Inbetriebnahme. Es kann sein, dass es dadurch einfach länger dauert. Weil jetzt funktioniert auch der Verdampfer gleichmäßig. Am Anfang hat er wirklich sehr oft ausgesetzt und hat sehr wenig Dampf produziert, aber jetzt ist es wirklich ganz ordentlich. Sieht auch ganz nett aus, die Maschine. Macht sich sicherlich gut im Büro. Und sie riecht tatsächlich nicht. Also das hatte ich erwartet, dass die jetzt streng nach Alkohol tief riecht, wenn man das verdampft. Aber weit gefehlt. Riecht nach gar nichts. So, dann breche ich hier an dieser Stelle ab. Wir schalten dann einfach später wieder dazu, wenn wir in den letzten 5 Minuten sind. So, der erste Durchgang ist nun beendet. Der Alkohol kondensiert jetzt auch schon wieder. Und jetzt schauen wir uns einfach das Ergebnis mal an und würden dann unter Umständen eben nochmal einige Minuten den Polisher laufen lassen, um es endgültig zu glätten. Ich kann jetzt schon erkennen, dass man immer noch eben die FDM-typischen Layer erkennen kann. Ich habe mit 3 Shells gedruckt, von daher ist genug Fleisch auf den Rippen, um das auch länger laufen zu lassen im Polisher. Aber jetzt gehen wir da erstmal ins Detail und gucken uns den Butter etwas genauer an. Der klebt jetzt etwas. Klebt auch an der Platte, sehr witzig. Jetzt riecht es hier ein bisschen nach Alkohol, aber wie man erkennen kann, haben wir hier immer noch die eben Layer sichtbar. Von daher würde ich vorschlagen, das einfach nochmal mehrere Minuten laufen zu lassen, um das endgültig zu glätten. Man kann hier schon, also gerade so in diesen Bereichen, kann man erkennen, dass es wirklich hier schon sehr glatt ist. Aber an diesen Stellen, also es fühlt sich auch glatter an, gleichmäßiger zumindest. Aber da können wir noch ein bisschen laufen lassen. Das machen wir jetzt auch. Vorher kontrolliere ich mal, wie viel Alkohol denn noch in meinem Reservoir ist. Immer noch relativ viel, also fast so viel, wie ich vorhin hatte. Echt erstaunlich. Also ich gebe noch ein bisschen nach. So. So. Dann geht es wieder nach unten.
Und dann lassen wir das Ganze nochmal laufen. Na, solange die Klappe offen ist, riecht es dann doch nach Alkohol. Solange die geschlossen ist, riecht es gar nicht nach Alkohol. Erstaunlich. So, dann lassen wir es einfach nochmal 20 Minuten, habe ich jetzt eingestellt. Zur Not kann ich einfach das Ganze nochmal verlängern. Das machen wir auch gleich nochmal. Ah, 25 Minuten, das war einfach. So, nun war unser Butter wirklich lange genug drin und er sieht tatsächlich sehr glatt aus. Jetzt schauen wir uns das genauer an. Ich habe mich jetzt gerade noch mal in der Anleitung etwas schlau gemacht. Die Modelle, die dann mit dem Alkoholdampf behandelt wurden, müssen ungefähr eine Stunde trocknen. Man kann die mit der kompletten Plattform entnehmen. Da ja zwei dabei sind, könnten sie rein theoretisch gleich weitermachen mit eben dem nächsten Objekt und der nächsten Platte. Somit muss man ungefähr mit 2 Stunden rechnen, im Endeffekt eine Stunde ungefähr, um das Modell so glatt zu kriegen, wie wir es jetzt haben, plus eine Stunde Trocknungszeit. Also man sieht schon am Butter, dass das tatsächlich sehr gut geworden ist. Man soll den jetzt auch nicht anfassen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist das Modell sehr klebrig. Und dann könnte man eventuell Fingerabdrücke sehen. So, jetzt schauen wir uns den mal etwas genauer an. Ich nehme den einfach mal so weg. Das ist wirklich erstaunlich, wie glatt der geworden ist. Also man kann tatsächlich noch die einzelnen Schichten erkennen, jetzt im Rückenbereich zum Beispiel, aber ich könnte ihn ja jetzt quasi noch länger drin lassen, aber gerade der Bereich ist wirklich der Hammer. Also würde wahrscheinlich würden sehr wenige erwarten, dass das 3D gedruckt ist. Also tatsächlich eine Empfehlung, der Polisher relativ günstig zu haben. Ein schnelles Tool, mit dem ich wirklich nicht viel Hand anlegen muss. Im Endeffekt nur Modell aus dem Drucker raus, eine Stunde in den Polisher, eine Stunde trocknen und fertig ist es. Die Fäden, die vorher weggehangen waren, sind natürlich auch aufgelöst worden, sind auch weg und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, out of the box. Ich habe zwar die Anleitung gelesen, aber die hat keine 10 Seiten, das meiste davon sind Bilder, also tatsächlich relativ einfach zu bedienen, diese Maschine. Und eigentlich auch idiotensicher. Dank des guten Filters tatsächlich auch kein Problem, das im Büro zu verwenden. Sieht auch ganz nett aus, diese Maschine. Preislich auch interessant. Auch das Material ist jetzt nicht so teuer, dass man sagt, das würde sich nicht rentieren, weil sie haben ja im Endeffekt keine Arbeit damit. Dann lassen wir das einfach mal trocknen. So, in der Beleuchtung sieht es natürlich noch mal besser aus. Also das ist wirklich sehr gut. Tatsächlich meine Kaufempfehlung, der Polisher von Polymaker samt Polysmooth. Das gibt es in verschiedenen Farben, auch in Transparent. Da spiele ich jetzt gleich noch ein kleines Bild ein von einer transparenten Vase, die wohl mit einer 08er Düse gedruckt worden ist, mit einem Shell. Die sieht auch sehr gut aus, dass Sie sich das einfach mal vorstellen können. Ansonsten gibt es die normalen Farbtöne, Gelb, Schwarz, Hautfarben auch hier bietet sich an. Eben hier weiß, diverse Farben. Schauen Sie einfach mal bei uns in den Webshop 3D-Drucker-Experte.de. Da finden Sie den Polisher und auch die passenden Filamente. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommen Sie einfach mal wieder bei uns im YouTube-Kanal vorbei.